Jetzt wird was ausgerufen, denn heute ist der 23.05.2011 und hier sind die Anzeigen des Tages. Ich melde mich heute hier von dem Betriebsausflug der Deutschen Bahn, die hier alle mit dem Fahrrad unterwegs sind heute, offensichtlich. Aber zurück zum 23.05. Heute ist Tag des Grundgesetzes, ja. Tag des Grundgesetzes, schön, dass wir das haben. Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Da muss ich mal einschreiten, lieber Staat. Da möchte ich mal darauf hinweisen, dass sehr oft sich über diesen Artikel 1 hinweggesetzt wird. Da könnte man was dagegen tun. Und zwar also gerade bei so Sendungen wie Frauentausch, DSDS oder die Supernanny. Ja, hier Artikel 1, das passt nicht zusammen. Und heute, am 23.05. ist auch Weltschildkrötentag, ja. Weltschildkrötentag und die Schildkröten feiern wie immer erst großes Salatbuffet, anschließend Panzerparade. So, erste Anzeige. Was ist das Gegenteil von seeblöd? Na, richtig. Bergdoll. Und Nathalie Bergdoll hat heute Geburtstag. Im Namen des ganzen Fädels, Happy Birthday, Nathalie. Hochficken hast du ja nicht nötig, aber hochgefickt ist gut. Also könnten heute zur Feier des Tages alle dein Buch hochgefickt kaufen. Wäre doch mal ein tolles Geschenk, oder? Nathalie, feier schön. Cheers. So, nächste Anzeige. Heike grüßt Herrn Schulze. Du altes Kollegenschweinchen. Ehrlich gesagt, brauchst du dich hier nicht wieder blicken lassen. Tschüss, Herr Schulze. Bon voyage, sagt Heike. Tja, da hat Herr Schulze wohl irgendwie Pommes gebaut. So, nächste Anzeige. Anton und Aurora fragen höflich nach, ob es im Fädel Leute gibt, die diese Sammelbildchen, die Tiersammelbildchen von Rewe sammeln und das Album schon voll haben oder doppelte, die sie verschenken möchten. Die beiden würden sich riesig freuen, als Dankeschön Bilder malen. Wer welche hat, kann die abgeben. Batch 22. Dankeschön im Namen von Anton und Aurora. Zum Schluss gibt es immer noch einen Tipp von meiner Oma. Ein gutes Hausmittel gegen Heiserkeit, zum Beispiel von vielen Schreien, sind gut gezuckerte, gebratene Äpfel. Alternativ hilft natürlich den Presslufthammer ausmachen beim Reden. So, das war's von mir. Wenn Sie was zu sagen haben, sagen Sie es Patch 22 in der Schillingstraße 22. Die sagen es mir, ich sag's dem Fädel. Immer wenn kein Markt ist, um 16 Uhr hier vor der Agneskirche, vor den tollen Fahrrädern, wenn Markt ist, um 13 Uhr am Solomannplatz oder rund um die Uhr unter www.derschwarzebrett.de. Das bin ich. Tschüss. Hier, Dr. Kopf, das ist der Markt.